Zukunft. Ja, was soll ich sagen? Da ich ja von einer Arbeitsloseninitiative bin, möchte ich allen Politikern sagen, sie sollen weniger Druck auf die Angestellten in den Jobcentern ausüben, zwecks der Wohngelegenheiten. Oh, meine Kinder, ne? Das ist, ne, Gesundheit. Gesundheit, das ist das Wichtigste. Für die Zukunft Fürstenfeldbrucks wären, dass wir noch eine kleine Ackerfläche für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt bekämen. Danke. Meine Wünsche sind okay, im Moment wir machen eine Gruppe von südamerikanischen Leuten und meine Wunsch ist, unsere Kultur, die hier in Deutschland die Leute mehr kennenlernen. Das ist mein Wunsch. Dass mehr Leute vom Netz erfahren und dass sie einfach erfahren, dass wir sowas sind wie eine Gegenbewegung zum Konkurrenzdruck, zum Druck, Geld verdienen zu müssen, der aktuellen Entwicklung, dass alles immer stressiger wird, dass man dem Geld hinterherrennen muss, dass man meint, man kann überhaupt nur gut leben, wenn man viel Geld verdient und so weiter. Wir sind einfach ein Gegenentwurf. Und ja, das lebt dadurch, dass immer mehr Menschen sich anschließen und vernetzen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen von uns erfahren und mitmachen. Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass einfach mehr Zusammenhalt ist und dass man einfach die Vielfältigkeit hier in Fürstenfeldbruck, dass man da auch sieht, dass so viele da sind, dass man das auch nutzt und dass wir alle uns an der Hand halten und einfach einen gemeinsamen Weg gehen. Ich wünsche mir, dass meine Kinder glücklich und in Frieden aufwachsen können. Und dass wir alle schaffen, miteinander zusammen zu leben und glücklich zu werden. Ja, so langsam, ja? Ich höre vorne da raus, dass man sich... Ach, diese, ach, diese, ach, so. Leute, die Kaffee gekocht haben, kommen jetzt mit. Wir sind die Lüdig-Moschee in der Augsburger Straße und für die Zukunft wünschen wir, dass wir öfter zusammen, dass uns auch die Deutschen in unserer Moschee in der Augsburger Straße reger besuchen. Darüber würden wir uns freuen und auch weiterhin solche Aktivitäten zu unterstützen. Stopp Folter! Menschenrechte mehr Beachtung finden. Mehr Leute gegen Menschenrechtsverletzungen kämpfen. Ist das in Mosambik die Entwicklung positiver weitergeht und dass die Menschen selber Kraft finden, aus ihrer eigenen Arbeit zu leben. Also es ist ja sehr viel mit Landwirtschaft und wir haben und dass sie Bildung haben können. Ja, eine Welt ohne Waffen und gemeinsam ohne Streit, ohne Krieg, eine Welt, eine bessere Welt, als sie jetzt ist, zu schaffen. Schaut
Helmut, der Mann am Zell, ist very good boy, ist very good boy. Ich hab ihn da people, die sind Helmut, tiki tiki bobo! Verantwortungsbewusstsein der Menschen, und zwar nicht für ihren Geldbeutel, sondern für die Zukunft der Menschheit, hier bei uns, aber auch überall sonst auf der Welt, die nächsten Generationen genauso. Ja, schon wieder Spaghetti. Ja, nochmal. Und der hat ja auch nicht gedreht. Dass es keine Auseinandersetzung gibt, die sich auf Religionen beziehen. Weder Krieg noch irgendwelche Unstimmigkeiten. Dass die Welt in ihrer Buntheit einfach zusammenhält. Und dies ist alles ohne Waffen. Das ist für mich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit erreichen. Weil wir leben auf Kosten. Auf Kosten anderer, und das muss sich ändern. Und dafür arbeiten wir vom Nord-Süd-Forum eben auch. Ich wünsche mir, dass unsere Arbeit für die Flüchtlinge überflüssig wird, dass es keine Flüchtlinge mehr auf der Welt geben muss, weil es jedem Land gut geht und Frieden ist. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in Frieden leben. Meine Wünsche für die Zukunft, für die Organisation vor allem natürlich, wäre es, dass die Menschen mehr sensibler werden. Es geht gar nicht allein um Geldspenden, es geht darum, dass man sich offen macht und empfänglich für alles, dass man Interesse zeigt und neugierig ist. Ja.
dass es so weitergeht, dass die Leute, das finde ich ganz wundervoll, so herzlich und so fröhlich miteinander sind, wie sie es jetzt sind, das wünsche ich mir für die Zukunft. Nur dass wir einfach noch toller zusammenwachsen und dass dieser Stadtteil ein ganz immer noch besserer, toller Stadtteil wird. Das ist für mich ein Kultstadtteil und ich denke, das wird auch genauso weitergehen. Vorwärts geht im Denken ums Gemeinwohl. Und dann haben wir noch den Wunsch, dass unser Grundgesetz, das so viele schöne, gute Werte drinstehen hat, mehr mit Leben erfüllt wird. Toll. Ich bin eigentlich so glücklich.